Hallo meine Liebe, heute ich zeige euch solche Tuch, ich weiß nicht, oder Schal, wie muss man das nennen, jeder sagt wie er will, solche habe ich gestrickt und sie sehen sehr gut, das ist sehr groß und sie können natürlich auf Schulter anziehen. Das schaut wie Poncho auch. Einfach sehr gute Technik, weil für mich das war wichtig, zeigen Technik und erklären, wie man strickt so. Dann schauen Sie bitte weiter. Hallo meine liebe Freunde. Sehr oft Sie schreiben mir und fragen mich, dass ich zeige, Schal oder Dreiecktuch, so jeder nennt, wie er will. Ja? Ich habe solche Wolle gekauft und ich zeige euch, hier ist Polyacryl und Wolle. So, Schurwolle. Okay? Empfehlen Sie, welche Stricknadel? Moment, muss ich schauen. Nein, ist gar nichts. Aha, habe ich. Die empfehlen Nummer 5. Ich habe Nummer 6. Okay, für Schal, wir brauchen ein bisschen mehr Größe. Stricknadel. Das Schal ist mehr leicht. So. Ich würde alles langsam zeigen. Wir brauchen 3 Maschen anschlagen. 3 Maschen. Nur 3 Maschen. So. 2 und 3. Okay? Und jetzt wir stricken 6 Reihen. Nur rechte Maschen. Schauen Sie. Erste Masche, wir stricken auch. Erste, zweite, dritte. Dann wieder. Das ist eine. Dann zweite Reihe. Alle Maschen, wir stricken rechte Maschen. Zweite. Dritte. Okay. Dann vierte. Fünfte. Und letzte, sechste. So. Jetzt wir müssen 3 Maschen holen von hier, von dieser Seite und von hier, von unten. Okay? So, schauen Sie. Wir brauchen 3 Maschen. Schauen wir, wo wir können dann einfach holen unsere Maschen. Eine Masche. Dann geht zweite Masche. Und hier noch dritte Masche. Ja? Unser Anfang. Sie können auch, wenn es schwierig mit Stricknadel, Sie können mit Häkel dann holen Maschen, das geht auch. Okay, so, 3. Dann, wir brauchen noch 3 Maschen, aber jetzt von hier, von dieser Seite. Ich würde jetzt mit Häkel machen das. Okay, so, eine Masche. Und anziehen. Dann zweite Masche. Wieder anziehen. Und dritte Masche ist da. So,
Ich habe alle drei Maschen. Alle Maschen habe ich. Jetzt, was wir brauchen? Wir brauchen Marker. Wir brauchen 6 Stück Marker. Okay? Sie können stricken. Alle Maschen linke Masche. Wenn Sie wollen, Sie können alle Maschen rechte Maschen stricken. Ja? So, erste unsere Reihe. So, hier ist rechte Seite. Ich würde denken, dass hier ist rechte Seite, weil hier ist eine kleine Faden. Okay? Erste drei Maschen, wir stricken immer rechte Maschen. Letzte drei Maschen, wir stricken auch immer rechte Maschen. So, wir haben 9 Maschen jetzt. Und stricken wir erste drei Maschen. 1, 2, 3 rechte Maschen. Ja? Und dann wir stricken von einer Masche 2 Maschen. Erste Wand, wir haben eine Masche und zweite Wand, zweite Masche. Einmal, dann zweite Mal, wieder erste Wand, zweite Wand. Wir stricken wieder 2 Maschen und dritte wieder von einer. Wir stricken 2 Maschen. Eine Wand, zweite Wand und letzte meine 3 Maschen. Ich stricke als rechte 3 Maschen. So, dann wir machen jetzt Marker. Erste drei Maschen, wir stricken rechte Maschen, ja? Eine Masche, zweite Masche, dritte Masche, ja? Und jetzt wir stricken von einer 2 Maschen und machen wir Marker. So, eine Masche wir stricken, machen wir Marker. Stricken wir zweite Wand. So, wieder Marker. Eine rechte Masche. Marker. Wieder eine rechte Masche. Wieder Marker. Nochmal eine rechte Masche. Wieder Marker. Und noch eine rechte Masche und letzte unsere 6. Marker. Und am Ende, wir haben 4 Maschen, wir stricken 4 rechte Maschen. 1, 2, 3 und 4. So, jetzt wir machen, jetzt ist Ende, Anfang, wir haben Ende. Anfang, wir haben und wie machen an rechte Seite, wir machen Zunahme. In eine Reihe, rechte Reihe, wir machen Before Marker Zunahme. Dann an linke Seite, wir stricken alle Maschen, linke Maschen, passt schon, ja? Dann zweite rechte Reihe. Wir machen nach Marker Zunahme. Okay? Ich würde einfach malen, dass Sie vergessen nicht. Ja? So, hier ist meine rechte Reihe. Okay? Erste drei rechte Maschen. Wir stricken immer rechte Maschen. Ja? Immer. Egal welche Seite. Linke oder rechte. So. Erste drei Maschen. Ja? Immer rechte Maschen. Und dann, wie
machen, bevor Marker Zunahme. Schauen Sie. So, eine Masche stricken, hier bevor Marker, wir machen Zunahme. Dann wieder stricken Masche, wieder Marker, wieder bevor Marker, eine Zunahme. Masche, bevor Marker, Umschlag. Masche, bevor Marker, Umschlag. Masche, bevor Marker, Umschlag. Eine rechte Masche, Umschlag, bevor Marker. Und dann, wir haben hier 4 Maschen, ja? Wir stricken. Diese 3 Maschen können Sie auch mit Marker Vormerkung machen, wenn Sie wollen. So, jetzt stricken wir erste unserer 3 Maschen. Wir stricken als rechte Maschen. Wir sind an linker Seite. Und andere ich würde stricken als linke Maschen. So. Und Umschläge ich würde stricken so, dass ich habe solche Masche, ja, verschränkte Masche. Schauen Sie, alle Maschen ich stricke hier als linke Masche. Ich zeige und dann Sie werden einfach wiederholen. Immer gleiche. So. Und 3 letzte Maschen. Ich stricke als rechte Maschen. Egal welche Seite. So, jetzt zweite rechte Reihe. Wie ich habe gesagt, in zweite rechte Reihe, wir stricken und machen Zunahme, Umschläge nach Marker. So, erste 3 Maschen wir stricken als rechte Maschen, wie immer. Und dann, schau mal, wir stricken eine rechte Masche, zweite rechte Masche. Jetzt nach Marker machen wir Umschlag. Nach Marker. So, wieder Marker, Umschlag. Und stricken wir alle Maschen zu rechten Maschen, ja? Nur nach Marker, wir machen Zunahme. In einer Reihe wir machen Before Marker und in einer Reihe wir machen Nach Marker. So, schauen Sie. Und ich habe 3 letzte Maschen, wieder 3 rechte Maschen. So, an linker Seite ich stricke alle Maschen, linke Maschen, nur erste 3 Maschen ich stricke als rechte Maschen. Und letzte 3 Maschen, ich stricke als rechte Maschen. So, Umschläge, ich stricke als verschränkte linke Masche. Ja? Marker muss immer bleiben, dass Sie wissen, wann Sie müssen machen Umschläge. So. Und letzte Masche, ich stricke 3 rechte Maschen. Letzte Masche auch, schauen Sie, wie wir bekommen unsere Schale. Ja? Schauen Sie, wie das schaut aus. Ja? Das geht mit solchen halbrund, ja. Also, ich würde jetzt für euch malen. Schauen Sie. So. Das wird solche Schal. Hier ist Mitte, Mitte, so wo wir müssen immer anfangen.
Und wir haben sieben solche Teile, ja? Ein, zwei, dann drei, vier, fünf, sechs und sieben. Ja? So, ich habe gemalt. Und jetzt schauen Sie. Erste rechte Reihe, das ist alles unsere Marker. Wir denken, das ist Marker, ja? Diese Linie ist Marker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Eine rechte Reihe. Wir stricken und machen Zunahme before Marker. Bevor Marker. Okay? Wir machen Zunahme. 3, 4, 5, 6. Und zweite rechte Reihe. Wir machen Zunahme nach Marker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. An linker Seite, wir stricken immer ohne Zunahme. Aber diese vier Reihen, Sie müssen so stricken und immer wiederholen, bis Sie haben genug breit eure Schal. Und bei mir, ich weiß nicht, das ist mittlere, diese mittlere Linie. Wie lang das wird, diese Linie, ich würde dann messen und sagen, okay? So, wiederholen Sie bitte diese vier Reihen, machen Sie bitte Screenshot. Und vergessen Sie nicht, dass erste drei Maschen sind immer rechte Maschen und letzte drei Maschen sind immer rechte Maschen. Egal auf welche Seite Sie stricken. Stricken Sie bitte weiter alleine und dann wir treffen uns. Liebe, ich stricke weiter meine Schal und wie Sie sehen, das schaut schon viel besser. Mein Gott, ich bin Randalierer. So, dass man sieht viel besser jetzt. Und ich habe jetzt andere auch Farbe hier. Ich habe auch gestrickt solche Muster, zwei zusammen Umschlag, zwei zusammen Umschlag und dann auch ein paar Streifen, nur rechte Maschen an rechter Seite und an linker Seite. Und meine Umschläge, so wie ich habe erzählt, da mache ich weiter und Sie sehen, dass meine Schal oder wie muss man sagen, Dreieck oder einfach durch, wächst und schaut sehr schön. So, wenn Sie wollen, auch welche Muster stricken, Sie können auch natürlich welche Muster hier stricken, ist kein Problem. Ist nur, muss man denken, mehr einfache Muster, weil wir machen diese Zunahme immer. Wissen Sie, neben Marker. Und natürlich, wir können nicht viel verschiedene Muster stricken. Wir können mehr spielen mit Farben, zum Beispiel. Ja? So. Aber wenn Sie wollen, solche Streifen stricken, wie ich habe hier gestrickt, das ist ganz einfach. Sie stricken alle Maschen. Rechte Maschen an linke Seite und Sie bekommen diese Streifen. Schauen Sie. Das ist ganz einfach. Ja. Erste Masche ich stricke auch, wie Sie wissen, unsere ersten drei Maschen. Wir stricken immer rechte Maschen.
So, und dann ich stricke an linker Seite auch alle Maschen, rechte Maschen. Wenn Sie stricken Umschläge offen, dann Sie bekommen solche Muster, solche Loch neben Marker und das wird auch wie ein Muster. Muss man sagen. Ich will das nicht. Ich stricke einfach alle Maschen. Als verschränke meine Umschläge als verschränke Maschen. Und dann ich habe keine Loch. Ja? So, stricke man linke Seite alle Maschen, rechte Maschen. So, habe ich Reihe bis Ende gestrickt. Und schauen Sie, ich habe solche wieder gleiche Streifen bekommen, wie ich habe schon gemacht. Ich würde hier zum Beispiel stricken noch an rechter Seite eine rechte, an linke noch eine rechte, bekomme ich dann zweite Streife. Okay? Und so können Sie auch stricken und bekommen solche Streifen, wenn Sie wollen. Oder Sie stricken einfach rechts glatt, wie ich habe gesagt. Ich dachte, diesen Moment muss ich zeigen, weil viele dann fragen, wie ich mache diese Muster. Umschlag 2 zusammen, schauen Sie. Umschlag 2 zusammen. Und jetzt, ich muss dieses Mal, ich muss Zunahme machen, bevor Marker. Und hier ist nur eine Masche, aber ich mache Muster, ja. Umschlag 2 zusammen. Meine Liebe, ich mache eine, okay, eine Masche, weil wir müssen bevor Marken machen noch eine Zunahme und normalerweise, ich habe schon diese Zunahme gemacht, ja, sehen Sie, ich habe schon diese Zunahme gemacht bei meinem Muster. Dann ich nach Marker mache wieder Umschlag 2 zusammen, Umschlag 2 zusammen, Umschlag 2 zusammen, Umschlag und so weit, bevor Marker. Jetzt Sie werden verstehen. Ich mache dann keine Umschlag, wie ich musste normalerweise bei Marker machen. Aber ich habe schon gemacht diese Zunahme. So, Umschlag 2 zusammen. Umschlag 2 zusammen. Bei mir ist Umschlag 2 zusammen. Und hier, das passt. Ich muss schon machen. Umschlag, ja? Das geht. Dann weiter. Umschlag 2 zusammen. Umschlag 2 zusammen, das ist Hund. Am Ende einfach 3 Maschen, rechte Maschen, wie immer. An linke Seite, an alle Maschen, ich stricke als linke Maschen, nur meine erste Maschen, ich stricke rechte Maschen, schauen Sie. Erste und letzte auch. So, und weiter, ich stricke offene Umschläge, dass ich bekomme Muster, ja, alle Maschen, linke Maschen. Und wenn Sie haben 2 Umschläge, hier zum Beispiel, das ist 2 Umschläge, dann geht so, eine ich stricke, dann mache meine Marker und diese ist offene Umschlag und dann passt. Okay. So, eine als verschränke Masche ich habe gestrickt und weiter offen. Ich habe weiter gestrickt meine Tuch. Schauen Sie, wie das schaut aus weiter. Ich habe solche Netz noch dazu gestrickt und zeige jetzt. Habe immer noch gestrickt mit Zunahme, wie ich habe euch erzählt.
Dann 100%, sie fragen mich, wie ich habe dann Zunahme gemacht bei Netz. Drum, ich zeige jetzt diesen Moment separat. So, und dann ich zeige, wie wir müssen abketten, unsere Schal oder Tuch oder was. Schauen Sie. Ich habe so ein kleines Beispiel hier. Wir stricken Netz und ich zeige, wie wir machen dann Zunahme, ja, bevor unsere Marker und nach unsere Marker, ja. So, erste unsere Masche, wir stricken immer und dann wir müssen stricken Netz. Erste Reihe von Netz, zwei zusammen, Umschlag, zwei zusammen, Umschlag. Und dann ich habe nur eine Masche. Ich stricke diese Masche. Einfach so. Dann muss ich Zunahme machen. Ich mache Zunahme bevor Marker, ja, so wie ich muss. Dann geht wieder weiter unsere Muster. Zwei zusammen, Umschlag. Zwei zusammen, Umschlag. Und letzte Masche. Fertig. An linker Seite, Sie stricken alle Maschen, linke Maschen. Erste, wir stricken immer auch. So, und wo war meine Zunahme? Ich mache einfach Loch. Nach Marker, ja, hier wir haben Zunahme gemacht für unsere Strickschrift, wann wir machen Zunahme bevor Marker und nach Marker. Drum ich stricke diese Zunahme oder Umschlag als verschränkte Masche. Alle andere ich stricke offene. Dass ich habe dann Musternetz. Muster. So, jetzt nächste Zunahme muss sein nach Marker. Und das geht Muster so weiter. Dritte Reihe. Umschlag, zwei zusammen. Umschlag, zwei zusammen. Umschlag, zwei zusammen. So. Dann, wir müssen hier nach Marker machen Zunahme und auch bei unserem Netz, wir müssen jetzt machen Umschlag. Wie ich mache das? Zum ersten ich mache Zunahme zwischen Maschen. Ich hole Faden und stricke eine rechte Masche. Fertig. Und jetzt ich stricke meine Muster. Umschlag, zwei zusammen. Umschlag, zwei zusammen. Ja, weiter kann ich nicht. Weiter geht nicht zwei Stück. Dann ich stricke einfach so. An linker Seite wieder alle Maschen. Wir stricken als linke Maschen. Haben Sie jetzt verstanden, wie ich habe Zunahme gemacht? Ja, einfach ich mache Zunahme von Faden zwischen Maschen. So, das ist vier Reihe, welche Sie wiederholen und bekommen Netz. Okay? Ganz, ganz einfach. Zeige nochmal, wie wir machen Zunahme, wann wir machen jetzt unsere Muster. Zwei zusammen Umschlag, zwei zusammen Umschlag, wieder zwei zusammen Umschlag und jetzt ich muss Zunahme machen. Ich kann nicht Umschlag machen. Ich würde einfach holen Faden und stricken diese Faden. So, ich habe Zunahme gemacht und stricke weiter meine Muster. Zwei zusammen Umschlag, zwei zusammen Umschlag, zwei zusammen Umschlag und letzte Masche. So, okay? Und Sie bekommen solche Netzmuster. Das, was ich wollte zeigen und jetzt ich zeige,
Wann Sie sind fertig mit diesem Muster zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Mal wollen Sie oder wie lang wollen Sie stricken. Sehen Sie, das ist mein Netzmuster. Dann, wir müssen abketten unsere Arbeit. Arbeit, wir müssen abketten so, dass wir haben keine feste Rand. Wieder stricken erste Masche, dann nächste und ziehen durch erste. Wieder nächste stricken, ziehen durch erste. Ganz leicht bitte. Ganz leicht. So. Und Sie bekommen schönen Rand. Und auch dieser Rand ist nicht zu fest. Okay? Wir können auch andere Rand machen. Ich zeige noch eine Variante, wann Sie wollen. Vielleicht diese Variante stricken. So, erste. Wir haben gestrickt. Und dann machen wir Umschlag und dann stricken wir nächste und ziehen durch Umschlag und erste Masche. Hopp, dann wieder machen wir Umschlag, stricken wir eine Masche nur und ziehen durch Umschlag und eine Masche. Immer wir haben hier eine Masche. Machen wir Umschlag, wieder stricken wir nächste Masche, ziehen durch. Bekommen dann solche Rand. Sie entscheiden, welche Rand wollen Sie haben und wie Sie abketten eure Schal. So, das was ich wollte zeigen, alle meine Faden habe ich schon versteckt. So, meine Liebe, ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie bitte gesund und wir sehen uns bald wieder. Daumen hoch. Tschüss.